Rund um das Stadttheater, das traditionelle Radrennen der Radsportgemeinschaft Gießen und Wisseck, hat am Sonntag im Vergleich zum Vorjahr mehr Zuschauer und auch mehr Teilnehmer angelockt. Mit Spannung erwartet das Hauptrennen der Elitefahrer A-Lizenz über 80 Runden mit Lokalmatador Moritz Schütz von der RV Gießen-Kleinlinden, dessen Teilnahme an dem Rennen noch kurz vor dem Start unklar war, sollte dieser Start doch das erste Rennen sein, das er in diesem Jahr bestreiten würde. Sein Wohlbefinden unmittelbar vor dem Startschuss. Das Wetter ist super, sind auch ein paar Leute da, also ich bin auf jeden Fall motiviert. Ja, man muss einfach mal schauen, wie der Körper reagiert nach so langer Zeit ohne Rennbelastung. Aber ich versuche, mein Bestes zu geben. Nach dem Start das Feld in hoher Anspannung, wurde angesichts der engen Kurvenführung doch fahrerisches Können auf hohem Niveau abverlangt. Moritz Schütz aber bald schon gemeinsam mit Axel Hauschke aus Melsungen dem Feld auf und davon gefahren, bis am Ende Schütz souverän das Rennen für sich entscheiden und damit auch die Lizenzbestätigung für die kommende Saison verteidigen konnte. Ich habe beruflich viel zu tun. Ich bereite mich gerade auf mein zweites Staatsexamen vor und habe dadurch ein bisschen zurückgefahren, ein bisschen noch trainiert, aber Rennen war halt nicht mehr möglich.